Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Risen. Viel Spaß. Und das ist mega tricky. Also wenn du das nicht weißt, dann sitzt da echt mal wirklich eine Stunde oder zwei dran oder so oder auch mehr, bis du das gecheckt hast. Bringst du mir was zu essen? Stell es zu den anderen Tellern. Ich esse später. Was machst du hier? Forschen. Warum bin ich wohl sonst hier unten? Pass bloß nichts an! Du bringst mir sonst noch meine ganze Ordnung durcheinander. Stell mir eine Prüfung, Meister. Was? Ich muss bei jedem Meister eine Prüfung ablegen. Ach ja, da bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Vielleicht könntest du... Nein, das wäre für eine Prüfung nicht angemessen. Angemessen hin oder her, ich muss diese Prüfung ablegen. Ja, aber du willst doch dabei auch was lernen. Dafür habe ich später noch Zeit. Später noch Zeit, später noch Zeit. Euch jungen Burschen kann es nie schnell genug gehen. Am Ende wollt ihr ein Magier sein, bevor ihr lesen könnt. Nein, so einfach geht das nicht. Du hast doch keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Auf eine Prüfung muss man angemessen vorbereitet sein. Alter. Jetzt gib mir endlich eine Aufgabe. Ich weiß doch gar nicht, wofür du geeignet bist. Ich habe die Prüfung von Vitus bestanden. Ja, ja. Der gute Vitus. Interessiert er sich immer noch so wenig für die Forschung? Das weiß ich nicht. Er stand den weltlichen Dingen immer mehr als den geistigen. Nein, er ist keine Referenz für mich. Aber ist doch egal. Ist doch egal. Ich werde es schon schaffen. Meinst du? Das nötige Selbstvertrauen hast du jedenfalls. Vielleicht hast du ja auch das nötige Glück, um so eine Prüfung zu bestehen. Alter. Egal wie du mich prüfst, ich werde bestehen. Du willst mir wohl imponieren. Also gut, da du noch keine allzu umfassende Ausbildung hast, werde ich dir eine weltliche, wenn auch gefährliche Aufgabe stellen. Ich habe zwei Novizen losgeschickt, um mir Pflanzen zu bringen. Bisher sind sie nicht wiedergekommen. Finde sie und bringe mir die Pflanzen. Das ist deine Prüfung. Novizen zurückholen? Die Prüfung ist lächerlich. Es ist nicht an dir, die Prüfung zu bewerten. Du weißt doch gar nicht, welchen Gefahren du dich aussetzt. Immerhin sind zwei Novizen nicht zurückgekehrt. Na gut. Was soll ich den Novizen sagen, wenn ich sie finde? Schick sie zu mir. Ich werde eine neue Aufgabe für sie finden. Du wirst mir die Pflanzen bringen. Okay, dann machen wir das. Wie komme ich aus der Vulkanfestung? Durchs Tor, natürlich. Das weiß ich auch, aber das Tor ist abgeschlossen. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Geh zu Ignatius. Er wird sich darum kümmern. Durchs Tor, natürlich. Welche Pflanzen brauchst du? Wenn ich das noch wüsste. Hast du dir das nicht aufgeschrieben? Ja, natürlich. Wo habe ich... Ja, hier ist sie. Hier ist eine Liste von allen Pflanzen, die ich brauche. Gerne. Sehr gerne. Wie heißen die beiden Novizen? Sakura und... Barry. Genau das war sein Name. Ich habe sie nach draußen geschickt. In den Wald, am Fuße des Berges. Dort solltest du anfangen zu suchen. Kein Problem, für unsere Wenigkeiten machen wir mal kurz. Warte mal, was ist nochmal schnell speichern? F8. Oh, ich bin so gut. Leck mich am Arsch. Okay. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts, wenn ich die ganzen Sachen hier loote. Und? Ja, interessiert ihr nicht, okay. Das interessiert denn auch nicht, okay, das freut mich natürlich auch wiederum, ne? Gut, dann Hebel. So. Den Hebel hätte ich auch gleich offen lassen können eigentlich, ne? Und zwar sind wir jetzt hier, bei unseren Kammern und hier so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt gehen wir erstmal zu Ignatius und sagen ihm, dass wir den ganzen scheiß Bücher da gelesen haben. Und sagen ihm auch, dass wir, hier, ne, und so... dass wir jetzt da raus müssen. So, jetzt. Ich habe alle Bücher gelesen. Das glaubst du vielleicht. Aber ich sage, du hast doch nicht genug gelesen. Will mich eigentlich verarschen?
Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Jetzt warte mal. Ist das jetzt wieder dieser Bug, dass ich bei ihm nichts mehr machen kann? Weil irgendwie, weil ich zu ihm gegangen bin, bevor ich die ganzen Bücher gelesen habe, also bevor ich in der Dings unten war. Weil er hat ja vorher zu mir gesagt, ich glaube, du hast die Bibliothek noch gar nicht betreten. Und ich habe ja betreten, ne? Das ist ja klar. Und by the way, das ist die Bibliothek hier, ne? Das hier. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen doof jetzt, ne? Weil ich hab das ja. Ich hab ja. Jetzt warte mal. Buch. Hier steht etwas über Magie. Ich bin grad ein bisschen. Nee, jetzt, oder? Ich habe alle Bücher gelesen. Und du hast Weisheit erlangt. Gut. Nee. Wir werden dich in unseren Bund aufnehmen. Nee. Allerdings brauchst du noch einen Kristall. Ich musste ernsthaft, das war dieses eine Buch, das ich auf diesem Schreibtisch gefunden habe. Das musste ich ernsthaft anklicken, oder was? LOL. Okay. Was für einen Kristall brauche ich? Nun, für den Anfang reicht es, wenn du dir einen Feuerkristall besorgst. Keine Sorge, es wird nicht notwendig sein, dass du die ganze Insel absuchst. Ich habe den Novizen Nathan in die Ruine nahe bei der Vulkanfestung geschickt. Er hatte einen Kristall dabei, doch er ist nicht zurückgekehrt. Verstehe ich das richtig? Ich soll ohne Kristall in die Höhle gehen, in die Nathan mit Kristall ging und nicht wieder zurückkam? Genau. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, easy going, würde ich sagen. Easy going. Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Ja, und zwar, Was muss ich über die Kristalle wissen? Die Kristallmagie ist die älteste uns bekannte Form der Magie. Sie ist weit entwickelt. Mit der Zeit wirst du lernen, den Zauber des Kristalls zu verstärken. Das ist eine Lüge. Okay, gut. Ja gut, interessiert mich eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist zu riskant. Nein, ja, fick dich, Ende. Aber ihr müsst wissen, ich habe gerade eine andere Tastatur dran, als die, wo ich sonst immer dran habe. Und daher ist alles ein bisschen so, macht mich irgendwie voll fertig, wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich mache erstmal diese Outside-Quests. Und zwar hole ich Nathan, hier dieses, ne, mit dem Kristall und so. Und ich werde ich da drunter gehen und zwar die zwei Novizen holen. Das ist, glaube ich, eine gute Reihenfolge, denn dann kann ich erstmal das Outside-Gedönse machen und dann nachher, wenn wir da zurück sind, dann werde ich entweder das mit Hemla machen oder einfach dann die anderen Prüfungen, beispielsweise von Illumar, muss ich auch noch eine Prüfung machen. Okay, warte, bevor wir da drunter gehen, dann brauchen wir nämlich nur einmal rausgehen. Wenn ich es hier und her gelaufen, das würde mich ein bisschen aufregen und daher gehen wir nochmal kurz zurück zu Cyrus, glaube ich, heißt der. Und zwar will nämlich Cyrus auch was von dem Zwischenlager. Und dann können wir das auch gleich machen, wenn wir da unten vorbeilaufen. Cyrus aus Plastik! Na. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich bin mit dem Kram hier durch. Severin kann die nächste Lieferung schicken. Und was soll ich jetzt tun? Auf dem Weg zur Vulkanfestung gibt es ein Zwischenlager. Dort werden alle Fundstücke aus den Ruinen gesammelt. Geh dorthin und sprich mit Severin. Sag ihm, dass er die nächsten Kisten schicken kann. Er wird wissen, was zu tun ist. Mach ich. Und noch was. Falls Severin schon ein paar besondere Artefakte identifiziert hat, soll er sie dir mitgeben. Du wirst sie mir dann direkt hierher bringen. Okay. Bist du sicher, dass er mir die Artefakte einfach so anvertraut? Gibt es denn einen Grund, warum er das nicht tun sollte? Ich will nur sicher gehen.
Du meinst, ich sollte dir jetzt irgendein Losungswort sagen, das du ihm aufsagen kannst? Sowas wie Schwarzer Schirling, Cyrus schickt mich oder Hedrian doch. Das wäre eine Möglichkeit. Falls er dir nicht vertraut, sage ihm, ich reiße dir den Kopf ab, wenn du ohne seine Artefakte zurückkommst. In Ordnung? Gut. Ich denke, das reicht. Alles klar. Gut. Dann, go. Wake me up before you go. Okay, gut. Wake Mark up before I go. Nee, warte mal. I wake Mark up before I go. Nein, das ist aber auch scheiß Englisch, oder? Oh, immer dieses Englisch, Alter. Das ist ja Erdbeerkäse, ey. Schör da, Hamela. So, gut. Dann lassen wir uns einfach mal schön das Tor öffnen von dem alten Herrn hier. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sagt, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Alles klar. Dann go. Leute, hier liegt noch der Wolf, den wir mitgebracht haben letztes Mal. Chillig. So. Nein, jetzt nicht. Nicht? Und jetzt? Was ist? Nein, jetzt nicht. Und jetzt? Was ist? Gerade, nein, gerade, nein. Was ist? Gerade, nein. Was ist? Nein, gerade, nein. Was ist? Gerade, nein, jetzt. Okay, das reicht. Das reicht. Okay, Paul. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Ja, du wurdest ja auch letztens kurz fast gefressen, oder? Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Wo liegt denn da der Unterschied? Von welchen Viechern sprichst du? Mit den Ruinen sind gefährliche Viecher aus dem Boden gekommen. Das sind Monster. Inzwischen treiben sie sich überall auf der Insel rum. Sogar hier. Hier? Ich sehe keine Monster. Ja, weil sie sich verstecken. Sie sind schlau. Bösartig schlau. Aber ich habe sie schon oft gehört. Irgendwo hier in der Nähe lauern sie. Okay. Oh. Das ist so. Ach Mann. Hätte ich voll gern gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, dann braten wir so ein paar Heringe, würde ich sagen. So nebenher. So lalalala. Ein paar Heringe braten. Lalalala. Sieht richtig lecker aus. So. Das sieht richtig lecker aus. Riecht schon mal nicht schlecht. Alles riecht nicht schlecht, was ich am Kochen bin, das muss er wissen. Aber gut, ich würde sagen, wir hauen erstmal kurz Pauls gefährliche Monster weg. Was ist das hier? Ah, ist das Seegeier vom letzten Mal, okay. So, hier hinten die Gnome. Ja. So. Ja. Ja. Dumme Hure, nein, Alter, die umkreisen einen mega, die kleinen Scheißviecher. Alter, fick dich. Du bist doch scheiße, du Fettsack. So. Und down die Viechers. So. Du auch. Hier noch dein Knüppel. Wo ist das andere Viech? Hier. Okay, Druiden-Schirling noch mitgenommen und die Kiste. Die Kiste gelootet. Gelootet und ein Mana-Ring. Den können wir uns anziehen und zwar haben wir noch einen Ring mit Stabkampf und mit Schleichen plus 1. Ja, gutes Schleichen plus 1 werden wir wahrscheinlich früher oder später. Ja, früher oder später einfach abnehmen müssen, weil wir dort dann statt Schleichen, warte mal. Hä? Ach, das ist hier, okay. Weil statt Schleim machen wir wahrscheinlich Mana dann drauf. Wir brauchen ja Mana nachher, wenn wir Magier sind. Aber aktuell bringt uns ja Mana noch gar nichts. Hier sind Viecher, gegen die wir kämpfen müssen noch. Gehen wir jetzt, komm, wir gehen einfach regulär von vorne rein. F8. Speichern. Ganz important. Und ich glaube, ich ziehe mir gleich mal Socken an, weil mir ist irgendwie mega kalt und lol. Lol. Alter, willst du dich echt verarschen, du Scheißviech? Machen wir einfach mega viel Damage, du dumme Hure, Alter. Boah, Alter, geht ja mal gar nicht klar. So, F8.
mit dem Gegner auf achten. Na. Hallo Wolf. Ja. Ah, da guck, da sind noch mal Scheißviecher. Aber war glaube ich nur ein Wolf. Ja. Alter, die Musik ist aber schon fucking episch, Alter. Das ist einfach nur so geil. So. Aber jetzt gibt's auf die Fresse hier. Tja. Tja. So. So, ihr könnt gar nichts, Leute. Ihr könnt gar nichts. So, hier noch ein bisschen Mana-Wurzel-Gedönse mitgenommen und die einfache Truhe natürlich geplündert. Geplündert. Wie eine Plunder, wie eine Flunder, weißt du, nur geplündert. Ja, egal. So, gut. Hätten wir das. Ja, und jetzt würde ich sagen. Würde ich sagen, den Hagen fragen. Nee, würde ich sagen, holen wir uns erstmal noch das hier und gehen wir mal hier rüber. Denn dort müssen wir dann jetzt auch hin. F8. Oh, ich sehe das immer so schlecht, Alter. Das ist voll krass. Bei der neuen Tastatur, weißt du, da leuchten diese Dinger nicht. Und da sieht man das mal voll schlecht, weil das irgendwie so komisches Blau auf Schwarz ist das. Also die Schrift quasi ist blau. Ist irgendwie auf Schwarz. Das sieht man irgendwie voll schlecht. Okay, warte mal. Alter, schick, ey. Ihr Scheißviecher. Nein, Alter, Fick. Da kommt her, ihr Drecksviecher. Okay, Nummer 0. Warum habe ich eigentlich kein Fleisch in der Schnellleiste, wenn ich mal fragen darf? Okay, ein Viech ist schon mal down. Ich fick deine Schwester und deinen Bruder auch, Alter. So, du bist auch schon mal down. Jetzt nur noch dich hier, wenn du nämlich gar nichts kannst. So, alles klar, kein Problem. Immer irgendwie in die Ecke treiben, die Viecher. Das ist immer ganz wichtig bei Seegeiern. So, jetzt brate ich euch erstmal. Neben euren Leichen brate ich euer Fleisch. Oh ja. Lecker. Lecker. So. Sieht richtig lecker aus. Wartet mal ganz kurz, gleich wieder da. So, willkommen zurück damit. So, und zwar werde ich jetzt als erstes mal die ganze Scheiße hier runterziehen, weil ich meine, ernsthaft, warum haben wir denn so viel scheiß Fleisch und Brot und Wurst, wenn wir das eh nicht benutzen? Das verfehlt doch den Sinn der Sache. So. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ja, fuck you hard, bitch. And So, gut. Dann hätten wir das alles soweit geklärt. Och, der schöne Sonnenaufgang hier. Das ist ja immer wieder herzerwärmend. F8. Und jetzt, irgendwie bekomme ich ein bisschen Schnupfen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das war, als Dennis bei mir war, haben wir nämlich die, irgendwie das Fenster offen gelassen über die Nacht, weil es so mega warm war, einfach nur unsere Rechner, ihr Node, ja. Ja, sehr gut, Max, sehr gut, good job. Und daher habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen krank geworden bin. Und es ist scheißfähig, weil das ist mega tricky. Ich habe da früher übel oft dran versagt, aber aktuell sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Naja, gut, eigentlich ja mega easy. Lol. Guck mal, wenn ich da durchlaufe, das Ding bewegt sich, wenn ich durchlaufe, guck mal. Ja, das ist eklig. Okay, gut. Dann werde ich einfach nochmal die Nummer F8 betätigen. Oh, guck mal, hier ein grünes Blatt, ja. Boah, ich muss echt mal gucken, was mit meinem Rechner los ist, Alter. Ich brauch da... Wahrscheinlich, das wäre auch cool, wenn sich sowas hier noch ein bisschen bewegen würde. Ab und zu mal so ein bisschen wackeln, aber das tut's einfach halt nicht. Naja, egal. Und das war, was ich sagen wollte. Ich brauche jetzt echt mal irgendwie eine neue Grafikkarte oder irgendwas, was irgendwie meine FPS höher macht, weil irgendwie, ich meine, aktuell gut, jetzt habe ich aktuell wieder 25 FPS, aber jetzt hatte ich gerade nur 18. Und selbst 25 FPS ist bei dem Spiel eigentlich lappenhaft. Ich hatte früher sogar mehr FPS, obwohl ich eine gleiche Grafikkarte hatte.
Oder als ich mit meiner GeForce, mit meiner GeForce GTS 250 aufgenommen habe, mein Rechner noch wirklich schlechter war, habe ich persönlich das Gefühl, dass da meine Aufnahme, meine FPS-Zahl auch schon höher war. Mit aktuell 30 FPS ist ja voll okay, mehr brauche ich ja gar nicht, mehr will ich ja gar nicht. Aber manchmal denke ich mir auch so, alter Verwalter, hast du einen Rechner für 1000 Euro neben dir stehen und dann kann der halt irgendwie gar nichts aktuell. Ja, kommt her. Ihr Scheißkurve, ihr könnt aber auch nichts, Alter. Genauso wie meine Grafikkarte kann auch nichts. Wow. Alter. Alter. Leck mich doch an den Eiern, ey. Dann, wenn ich nächstes Mal im Art bin, dann frage ich den Kollegen mal, was es an was es denn liegen kann, weil theoretisch mit, also mit meiner aktuellen Aufnahmesoftware dürfte ich eigentlich wirklich. Also ich meine beispielsweise Dennis, okay? Dennis nimmt unser neues Projekt hier, unser Neverwinter, ne? Nimmt ja Dennis eigentlich primär auf. In wie viel FPS, ich weiß gerade gar nicht, wie viel FPS er das aufnimmt, aber was laber ich? Natürlich weiß ich, das ist ja gerade das, was ich euch sagen will. Oh, ich bin halt so verwirrt. Na, auf jeden Fall. Dennis nimmt Neverwinter in, keine Ahnung, 40, 50 FPS auf oder sowas und ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, nur 20 oder sowas. Ich verstehe das nicht, warum ich da so scheiße bin. I don't understand why this is so, you know. Na, erstmal gegen die Wand hauen, das ist aber auch noch ganz, ganz klug und klasse. So, Nathan, ja, die habe ich erstmal den Feuerkristall entzogen und die schwache, schwere Truhe oder irgend sowas stand da gerade, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann wieder zurück. Erstmal machen die Nummer 4 und die Nummer 5 und die Nummer 6 und die Nummer 7 und die Nummer 8. So. Hey, die Nummer 7 habe ich. Oh, wollte ich auch lassen. Komm schon. 7. So. Okay, alles klar. Fighten wir jetzt noch gegen die Viecher hier? An sich hätte ich ja schon Lust drauf, ne? Weil es gibt auch Erfahrungen und sowas. Komm, machen wir einfach. Die können eigentlich eh nichts. Ja. Das ist ja eh nur Kramer. Ja. Mal hier drei Schläge sind down. Ah, das tappt für Schneiderlein. Das war. Ja. Erstmal Attacke abwarten, bitte, lieber Max. Wo ist es jetzt hingeflogen? Lol? Ah, hier. Und hier habe ich jetzt so 17 FPS, Alter. Was ist das denn? Ernsthaft? Das geht nicht, sowas. Oh, Kraut. Ganz wichtig. Ganz gefährlich. Ah, jetzt kommen wir gleich beide. Fickt euch mal. Ja! Ja, deine Mutter, die steht auch krass nach Magie Meister. Ich lasse aber so richtig derbe. Naja. Was willst du tun? Da ist noch eine, die auf die Fresse will. Nee, sieht nicht so aus, ne? Na gut. Ich würde sagen, wir gehen da hinten einfach nochmal kurz pennen. Punen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach runter. Jetzt haben wir schon die Quest erledigt mit der. Also erledigt und nicht ganz, wir müssen noch abgeben natürlich. Aber wir haben ja jetzt schon den Feuerstein besorgt. Was ist denn hier an der Bank? Mit meinem Mädchen, okay. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Sieht man sich nachher. Und zwar ganz kurz für die Leute, die sich gerade fragen, was hat er denn jetzt getan? Ja, ich habe nachher vor, nach Stuttgart zu gehen. Beziehungsweise in circa einer Stunde fährt mein Bus. Das heißt, ich werde auch nicht mehr so lange aufnehmen. Und heute ist noch ein anderer Kumpel, also eigentlich sollten noch ein paar mehr in Stuttgart sein, die ich auch noch halt kenne. und eigentlich hatte ich vor, mich mit denen zu treffen, aber irgendwie hat die eine jetzt keine Zeit und der andere stinkt und die andere auch und bla. Und aber ein Kumpel ist mit seinem Mädchen, hat er mir gerade geschrieben, auch in Stuttgart. Und